Hallo Leute, hier ist der Max und es ist mal wieder soweit. Es gibt einen neuen Standard, einen neuen USB-Standard, nämlich eine neue USB 4-Version. Diesmal mit bis zu 80 Gigabit pro Sekunde. Und das ist schon echt sehr geschwind, muss man sagen. Aber wenn man ein Video über USB macht, muss man natürlich auch am Anfang nochmal dazu sagen, USB rein mit Übertragungsraten ist das immer ein bisschen schwierig, da um sich zu werfen, weil hinter USB, da steckt jede Menge Sachen dahinter. Du kannst PCI-Express-Geräte durchreichen mittlerweile, Displays, du kannst Geräte drüber aufladen. Also von einem simplen Standard ist USB schon einige Jahre wirklich meilenweit entfernt. Also das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war die USB-Spec. Ich habe es in meinem Video von 2019 gezeigt, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie 500 Seiten lang oder sowas. Riesig langes Dokument, keiner blickt mehr durch. Zumindest, es gibt eine neue Version. Und damit hätte das USB-Forum, also sprich die Leute, die für diese USB-Standards zuständig sind, hätte die Chance gehabt, zumindest mal bei der Benamung etwas aufzuräumen. Denn aktuell hat USB ziemlich verwirrende, unsinnige Bezeichnungen. Zum Beispiel die offizielle Bezeichnung für einen dieser USB-Standards ist USB 3.2 Gen 2x2. Jetzt mal ernsthaft, hat das irgendjemand so genannt? Da gibt sich ja auch gar keine Mühe mehr, das irgendwie so zu nennen. Das ist einfach, da blickt eh keiner mehr durch. Das heißt, die hätten jetzt die Chance gehabt, das mal ordentlich zu nennen. Und deswegen gleich am Anfang mal die Frage an euch. Meint ihr, sie haben es geschafft, mit dem neuen USB-Standard ihre Sachen mal ordentlich zu benennen? Haben sie es hinbekommen? Was denkt ihr? Ja oder nein? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Und wenn ihr gerade in den Kommentaren seid und euch meine Videos gefallen, dann freut sich natürlich Abo-Knopf Gen 2, 3x2 auch sehr über das Anklicken und ich mich natürlich auch, denn ihr wisst, für mich als YouTube-Content-Creator ist natürlich jedes Abo, jeder Like, jedes Comment enorm wichtig für den Algorithmus. Aber kommen wir mal zum aktuellen USB-Standard. Das ist nämlich USB 4 Version 2.0. Und sowas hatten wir noch nie. Also sie haben es geschafft, die Benamung tatsächlich nochmal komplett auf den Kopf zu stellen und die Sachen jetzt nochmal komplett anders zu nennen, wie sie es vorher schon gemacht haben. Warum das so heißt, ich habe keine Ahnung. Das wissen wahrscheinlich nicht mal die Leute, die sich das ausgedacht haben. Ich meine, wir hatten USB 1, beziehungsweise sagen wir mal USB 1.0, USB 2.0, dann hatten wir so Sachen wie 3.0, 3.1, 3.2. Warum man es jetzt nicht einfach USB 4.1 wenigstens genannt hat, ich weiß es nicht. Aber gut, man muss ja auch sagen, so genau stimmt das ja auch gar nicht, was ich gesagt habe, denn das USB-Forum, beziehungsweise die Leute, die sich eben um diese USB-Standards kümmern, begehen ja seit Jahren quasi schon die größte Sünde, die man begehen kann, wenn man versioniert, wenn man Produkten Versionsnummern gibt. Denn sie ändern nachträglich die Versionsnummern. Das ist ein bisschen so, wie wenn ihr Windows 10 verwendet und Microsoft jetzt einfach sagen würde, ach nee, das ist nicht Windows 10, was ihr verwendet. Ihr verwendet eigentlich Windows 11 Generation 1. Und Windows 11 ist jetzt Windows 11 Generation 2. Windows 10 gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist jetzt Windows 11 Gen 1. Das ist natürlich total bescheuert. Es ergibt auch keinen Sinn. Aber das macht das USB-Forum mit USB-Standard schon seit Jahren. Es gibt Geräte, die wurden als USB 3.1 verkauft. Und das steht da auch drauf. Ja, also wenn ihr das gekauft habt, steht auf der Packung drauf. Und man kann doch jetzt nicht hergehen, sowas retroaktiv, also ja, nachträglich umzubenennen. Das ergibt einfach keinen Sinn, aber das interessiert ihr nicht. Ich habe da vor 3 Jahren schon mal ein Video drüber gemacht, wo ich mich etwas länger zum damals neuen USB 4 ausgelassen habe. Aber ich kann euch sagen, ich verlinke es euch nochmal unten, aber ich kann euch sagen, das ist nicht gerade besser geworden. Und wie gesagt, die Benamung war bisher schon sehr, sehr wirr. Und jetzt gibt es eben USB 4 Version 2.0, die überhaupt gar nicht mehr in die bisherige und die auch schon wirre Benamung reinpasst. Und noch schlimmer, sie benennen wieder rückwirkend irgendwelche Sachen um, allerdings diesmal nach ganz anderem Schema wieder. Also, ich blende euch mal das ist die Tabelle, Screenshot von dem Artikel von golem.de. Ich finde, die haben das eigentlich ganz gut gemacht. Wer es etwas ausführlicher wissen will mit Encodings und allem dabei, der kann es auf Wikipedia angucken, verlinke ich auch unten nochmal. Aber man sieht es in der Tabelle schon, das muss man wirklich fast schon studiert haben, dass man da durchblickt. Links seht ihr, wie die Sachen damals, als sie rausgekommen hießen, beziehungsweise als Geräte, die ihr damit gekauft habt, ja, was da auf der Packung stand. Also
Zum Beispiel, wenn ihr eine externe USB 3.1 oder eine externe USB 3 Festplatte damals gekauft habt, also sprich das, was drauf stand. So, ihr seht, das wurde mehrfach schon die letzten Jahre umbenannt, aber in der Mitte dieser Tabelle wird das jetzt ganz besonders wir. USB 3.2 heißt jetzt einfach mal so, USB 4 Gen 2x2, also quasi aus alt mach neu. Wobei ganz so einfach, wäre ja auch zu easy, ja. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil zumindest wenn man laut dem Wikipedia-Artikel geht, haben die zwar die gleichen Übertragungsraten, aber das Encoding auf der Leitung ist anders. Das bedeutet ja im Endeffekt, wir haben jetzt zwei Sachen, die eigentlich unterschiedlich sind, aber beide jetzt USB 3. Die aber jetzt beide USB 4 Gen 2x2 heißen? Was zum Teufel machen die da? Mein Kopf explodiert dabei. So habe ich, glaube ich, den Titel vom letzten Video auch genannt. Also, es ist wirklich hochgradig wir. Ja, und das neue mit USB 4, das heißt jetzt doppelt. Also sprich, nach alter Bezeichnung wäre es gewesen, also ich nenne es jetzt mal USB 4.0 quasi, also sprich das erste USB 4, was rausgekommen ist, das hieß ja ursprünglich mal USB 4 Gen 3x2. Alternativ kann man es aber auch jetzt USB 4 Version 1.0 nennen. Und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll, aber Alter, sag mal, wer hat den Leuten denn da ins Gehirn geschissen? Ich kann es echt nicht mehr nachvollziehen. Dabei sind die neuen Standards mit 40 und 80 Gigabits pro Sekunde durchaus recht praktisch. Natürlich fragt man sich jetzt ja, wozu brauche ich so schnelle USB-Anschlüsse? Vielleicht für SSDs? Nee, ich glaube nicht wirklich für SSDs. Ich meine, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich denke eher, dass es sehr praktisch ist für Sachen wie Docking Stations zum Beispiel, ja? Fürs Notebook. Eine Docking Station fürs Notebook, ja? Da kann man zum Beispiel dann über so eine fette USB, Moment, wie heißt jetzt, entweder über eine USB 4 Gen 3x2 oder USB 4 Version 2.0 oder alternativ USB 4 Version 1.0 Verbindung, kann man dann zum Beispiel die Docking Station anschließen ans Notebook und darüber dann Sachen anschließen wie Display, Netzwerkkarten, weitere USB-Geräte und sowas. Dafür ist das tatsächlich, muss ich sagen, echt sinnvoll, klingt zumindest für mich sinnvoll. Und gerade jetzt, finde ich, wäre es sinnvoll gewesen, das Ganze mal ordentlich zu benennen. Vielleicht einfach dieses ganze Versionswirrwarr wegschmeißen, nur noch den Speed hinten dran schreiben. Oder man macht sowas wie WLAN, ja, dass das Ding Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 heißt, weil die WLAN-Standards heißen ja auch recht kryptisch. Sowas wie IEEE 802.11AX sagt auch keiner. Normale Leute sagen Wi-Fi 6 schon besser, ja, da weiß man wenigstens halbwegs, was Sache ist. Wobei, okay, die haben jetzt auch so Auswüchse wie Wi-Fi 6E und sowas. Aber immerhin, immer noch einfacher als das, was bei den USB-Schnittstellen aktuell abgeht. Und ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ja, an USB hängt natürlich noch mehr dran. Was für Geräte unterstützt werden, wie viel Leistung man über das Kabel ziehen kann, PCI-Express-Geräte durchschleifen, ob Displays und Monitore funktionieren. Also sprich, so rein mit einer einfachen Bezeichnung, mit Bandbreite ist es natürlich nicht getan. Also, ich denke aber mal, für den Überblick an sich wäre es schon mal ganz gut. Weil das blickt niemand. Das verstehen ja noch nicht mal Leute, die in diesem Bereich arbeiten, wirklich, was die da treiben. Und weil ich bin mir ziemlich sicher, das USB-Gremium, USB-Forum versteht das selbst mittlerweile nicht mehr. Ich glaube ja insgeheim, die Leute, die den USB-Standard machen, sind auch im C++-Gremium und werkeln darum. Das wird zumindest einige Sachen recht gut erklären. Naja, also die einzig sinnvolle Erklärung, die ich habe, warum die das alles so kompliziert machen. Ich habe mir da heute Morgen Gedanken drüber gemacht. Ich dachte mir, so blöd kann man doch eigentlich gar nicht sein. Und da ist ja auch Intel dabei und die haben natürlich auch ganz andere Interessen. Und dann dachte ich mir so, ja klar, also das, was diese Namensverwirrung am besten erklärt ist, man möchte einfach alte Sachen als neu verkaufen. Weil wer will USB 3.2 Geräte kaufen, wenn es auch USB 4 gibt? Und jetzt können die da einfach USB 4 draufschreiben, also quasi so aus alt mach neu. Also die schreiben einfach USB 4 drauf und gut ist, obwohl es alter Kram ist. Ich meine, zum Glück haben wir mittlerweile mit USB-C wenigstens einen ordentlichen Stecker bekommen. Aber ich denke, wir dürfen definitiv gespannt sein, was die nächsten Jahre noch so aushacken werden. Ich denke, da geht noch was. Wie wäre es denn zum Beispiel
USB gepaart mit Twitch-Emote, sowas wie USB 4 Monka S, oder vielleicht sollte man das Ganze gleich nach Influencern benennen, sowas wie USB 4 Aporet. Wobei, das geht nicht. Das geht nicht. Der ist ja gerade im Insi-Modus. Ist er das noch? Ach, keine Ahnung, ich verfolge das Ganze nicht. Aber meine Güte, die Sache macht mich echt fertig. Also verwirrender hätte man es wirklich nicht mehr machen können. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr zum Thema sagt. Ihr wisst, ich lese alle Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis denn. Ciao.